wie hoch sollte man den Ball beim Par 3 aufziehen? Du hast bestimmt gehört, dass man den Ball eine Fingerbreite aufziehen sollte. Das ist eine ganz gute Sache. Man hält den Ball so in der Hand und das Tee. Und dann steckt man das Tee in den Boden rein und dann ist es eine Fingerbreite. Ist das für dich richtig? Ist das für dich als Anfänger richtig? Vielleicht nicht. Meine Antwort zu dieser Frage ist, du musst es testen. Und ich denke sehr stark, dass du ihr den Ball höher aufziehen musst. Nur viele Golfer, die mit Eisen spielen, schwingen zu steil in den Boden. Dann beim Par 3 ziehen sie den Ball sehr niedrig auf oder spielen den Ball vom Boden. Ich tue das auch, so kriege ich mir Spin. Aber das Problem, wenn ich den Ball zu niedrig aufziehe oder den vom Boden spiele, dann werde ich automatisch weiter steil runter. Und wenn ich ein langes Eisen in der Hand habe, wie ein Eisen 5 oder sowas ähnliches, dann ist ein flacherer Eintreffwinkel besser und das schaffe ich automatisch, wenn ich den Ball höher aufziehe. Viele Golfer wissen nicht, dass Profis oft den Ball mehr als eine Fingerbreite vom Boden aufziehen. Ich habe den Bernhard Lange persönlich gesehen, wie er das gemacht hat, als er mit seinen Eisen 4 und 3 gespielt hat. Warum? Er hat besseres Treffen. Er ist konstanter so. Das Par 3 ist für dich als Anfänger eine ganz tolle Möglichkeit, Punkte zu machen, weil man den Ball so schön aufziehen kann. So, du musst es nicht, eine Fingerbreite geht, vom Boden geht. Aber ich denke, dass du davon profitieren könntest, den höher aufzuziehen. Das ist erlaubt. Es gibt keine Regel, die sagt, dass du es nicht darfst. So, ich habe den schön hoch aufgetieht. Ich werde den Schläger auch ein bisschen in der Luft halten. Das sieht man auch bei den Pros. Und schauen wir, wie satt ich diesen Ball treffe. Das ging ziemlich gut. Teste das. Ich habe das Gefühl, dass höher aufziehen gut ist für dich. Danke für das Zugucken.